Schön, euch zu sehen. Also, du bist anders, als ich gedacht hatte. Nun, bestimmt keine Zwergin. Und doch bist du hier. Mein Name ist Devith. Es wird auch Zeit, dass du hier auftauchst. Ich hatte schon fast gedacht, sie hätten dieses ganze Ritual nur erfunden, um uns was zum Nachdenken zu geben. Ich bin letzte Nacht ein bisschen im Lager herumgeschlichen und da habe ich ein paar graue Wächter reden hören. Also habe ich eben ein bisschen gelauscht. Ich glaube, sie planen uns in die Wildnis zu schicken. Kannibalen, Monster, Hexen und jetzt die dunkle Brut? Was ist daran nicht furchterregend? Das ist mir alles viel zu geheimniskrämerisch. Da zuckt mir die Nase. Ich schätze mal, wir müssen abwarten, was kommt. Als ob wir eine Wahl hätten. Man nimmt eben einfach, was man kriegt, richtig? Aber egal, es ist wohl Zeit, zu Duncan zurückzukehren. Ich werde da sein, falls du mich brauchen solltest. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg, Narr. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Es ist wie ein Fest. Wir könnten alle einen Kreis bilden und Händchen halten. Dann hätte die dunkle Brut aber was zum Grübeln. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Man weiß nie. Magier schleichen sich überall ein. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neue Rekrutin aus Orsama. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Duncan hat euch angekündigt und sprach sehr wohlwollend von euch. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Alistair, der neue graue Wächter, aber das wusstet ihr sicher schon. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Richtig, das war der Name. Es gab schon länger keine Zwerge bei den grauen Wächtern. Ihr wisst sicher viel über die dunkle Brut. Das ist eine probate Vorgehensweise. Aber die grauen Wächter haben es schon immer für wichtig gehalten, den Feind zu kennen, um zu wissen, wie man ihn zerstören kann. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter.
Grüße. Im Namen Andrastes segne ich euch heute. Möge der Erbauer euch gewogen sein. So soll... Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde, und ich bin am Verhungern. Ich bin ein Deserteur. Zumindest denken sie das. Allerdings bezweifle ich, dass ich sie vom Gegenteil überzeugen kann. Das Militär ist bei sowas ziemlich eigen. Ich bin nicht desertiert. Aber was würdet ihr denken, wenn ihr jemanden dabei ertappt, wie er mitten in der Nacht durchs Lager schleicht? Wen kümmert das? Ich will doch nur etwas essen und Wasser. Oh, ich wäre vermutlich irgendwann desertiert. Nur eben nicht in diesem Moment. Ich wollte mich nicht aus dem Lager schleichen, sondern etwas stehlen. Ich habe einen der Magier betrunken gemacht und seinen Schlüssel gestohlen. Er gehört zu einer Truhe, die sie hier haben, voller magischer Schätze. Ich habe ihn übrigens noch. Ich kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, solange ich hier drin bin. Aber ich würde ihn gegen etwas Wasser und Essen eintauschen. Ich habe ihn verschluckt. Aber er ist später wieder in meinen Besitz gelangt, sozusagen. Fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Habt ihr ein Glück? Ihr Grauen dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss. Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken. Ich kann ihn ja schlecht einfach laufen lassen, oder? Ach, das Militär wird entscheiden, was mit ihm geschieht. Wahrscheinlich warten sie einfach darauf, dass irgendjemand Wichtiges eine Entscheidung trifft. Dann wird er vermutlich gehängt und ich kann mich um andere Dinge kümmern. Warum desertieren solche Typen wohl? Weil er glaubt, er müsse sterben und weil er ein dreckiger Feigling ist. Darum. Entweder ist es das, oder er hat ein paar Schwachköpfen geglaubt, die behaupten, die dunkle Brut würde einen verschleppen und fressen. Es heißt, er sei vor dem Krieg in Denerim rekrutiert worden. Hat er vielleicht geglaubt, er müsse nie in den Kampf ziehen, wenn er dem König dient, oder was? Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben. Ach, es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er zu essen bekommt. 10 Kronen? Gut, gebt ihm was zu essen, wenn ihr wollt. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Nur damit ihr es wisst. Also, ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Ich danke euch. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Und wie gesagt, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn ihr ihn verwendet. Wenn man bedenkt, wo der herkommt, können wir nur hoffen, dass nicht nur wir wohlauf sind. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam.
Betrachtet diese es als Handlungsweise erledigt. Ist nicht ratsam. Seid gegrüßt. Ihr müsst der dritte Rekrut sein, von dem wir gehört haben. Sir Jory ist mein Name. Ich stamme aus Radcliffe, wo ich als Ritter unter dem Kommando von Arl Eamon gedient habe. Ich wusste nicht, dass Zwerge graue Wächter werden können. Im Schloss habe ich nur wenige eures Volkes gesehen und sie hatten alle geschäftlich mit dem Schmied zu tun. Selbstverständlich. Mein Vater war der Schmied des Schlosses. Nur durch ihn habe ich Zwerge kennengelernt. Ich hoffe, wir haben beide das Glück, bei den Grauen Wächtern aufgenommen zu werden. Ist es nicht aufregend, so eine Chance zu bekommen? Ich habe hart dafür gekämpft, hier sein zu dürfen. Duncan zu beeindrucken war wirklich nicht leicht. Hat euch irgendjemand verraten, worum es bei diesem Beitrittsritual geht? Ich habe noch nie von einem solchen Ritual gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass nach unserer Rekrutierung noch weitere Tests anstehen würden. Da ihr endlich hier seid, sollte ich wohl besser zu Duncan zurückkehren. Wir sehen uns dann dort. Werdet ihr an der Seite der anderen Grauen Wächter kämpfen? Ich hoffe, ich werde den König... Ich nehme an, ihr seid einer der neuen Grauen Wächter. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Das sehe ich. Und obwohl ich euch keine Grüße von euren Vorfahren ausrichten kann, blickt der Erbauer doch freundlich auf all die, die bereit sind, ihn zu empfangen. So segne ich euch, grauer Wächter, im Namen Andrastes und des Erbauers. Möge der Gesang des Lichts euren Namen bis zu den Ohren unseres Herren tragen. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Ihr werdet hier nicht lange bleiben wollen, Wächter. Die meisten dieser Männer wurden vom Blut der dunklen Brut verdorben. In mir spüren. Grüße. Ihr gehört zu den Rekruten, richtig? Ich darf euch nicht in die Korkari-Wildnis lassen, bis er mir den Befehl dazu erteilt. Die Korkari-Wildnis ist ein gefährlicher Ort. Umso mehr, da es dort jetzt vor dunkler Brut nur so wimmelt. Es heißt, die große Verderbnis hätte tief in ihren Wäldern ihren Anfang genommen. Einer unserer Speertrupps ist seit 3 Tagen überfällig. Es laufen Wetten, wer sie zuerst erwischt. Die dunkle Brut oder die Hexen der Wildnis. Ja, genau. In dieser Gegend gibt es eine Legende über Flemmes, die abtrünnige Zauberin, die dieses Gebiet vor Jahrhunderten erobert hat. Sie vereinte die Chasend-Barbaren und marschierte ins Ackerland ein. Dann vernichtete der große Held Cormac ihre Armee mit seiner eigenen. Es heißt, er habe ihre Töchter überlebt.